Moin Leute, hier ist Archie und in diesem Video zeige ich euch einige Leaks für Pokémon Karmesin und Purpur. Und zwar gibt es auf Twitter einige große Leaker. Ich bin bei CentroLeaks und der hat 5 oder ja 6 Informationen bereitgestellt. Und die interessantesten will ich euch mal hier vorstellen. Zuallererst wurde das Spiel geleakt, beziehungsweise die Kopien wurden an verschiedene Händler herausgegeben und anscheinend sind einige Leaker dabei. Also ein paar Leute haben dann die physische Kopie schon in ihrer Nintendo Switch. Und hier haben wir auch einige Bilder und ihr könnt mal schauen, ob ihr die für authentisch haltet oder nicht. So, das erste Bild ist von der Pokémon Box. So sieht das Ganze aus, von der Nintendo Switch aus fotografiert. Wir haben Pikachu auf der rechten Seite, so sieht das Boxdesign aus. Und oben links haben wir dann zwei Pokémon. Es ist relativ unscharf, ja, macht halt nichts. Aber so könnte es oder wird es wahrscheinlich aussehen. Könnte natürlich ein Fake sein, aber naja, wie bei Leaks weiß man nicht genau, ob es real ist oder halt nicht. Als nächstes gibt es dieses Foto und das sieht relativ authentisch aus. Dort sieht man die Kopien, Karmesin und Purpur, einmal das Cover. Rechts und dann links. Sieht auch relativ authentisch aus auf Japanisch. Und es gab noch einen neuen Trailer auf Nintendo Japan. Den können wir uns auch gleich anschauen. Der geht dann eine Minute. Beziehungsweise der neueste Trailer geht dann 5 Minuten. Und hier haben wir ein paar Aufsteller oder Aufkleber. Und so sieht das Ganze dann physisch aus. Hier haben wir einfach nur ein Bild. Pokémon of the Wild. Und hier kann man auf dem legendären Pokémon dann fliegen, wie es aussieht. Aber sieht auf jeden Fall so ähnlich aus wie Zelda Breath of the Wild, so von der Aufmachung her. So, und es gibt einen neuen Trailer. Graphics have definitely improved a lot. Und hier schauen wir uns mal den Trailer an. Allerdings nur auf Pokémon Japan, nicht bei uns. Da können wir klettern mit dem neuen Pokémon. Da haben wir das neue Dick da. Wir können schwimmen. Unser neues Felino. So, wenn das Ingame-Zeug ist. Oh, ist noch gar nicht vorbei. Die Grafik hat sich auf jeden Fall verbessert. Es läuft alles flüssig, wie es aussieht. Da haben wir das Picknick. Und... wow. Sehr gut. Okay, wir gehen mal den Trailer durch. Also bildermäßig. Ja, aber die japanischen Trailer sind irgendwie besser als unsere europäischen oder beziehungsweise etwas aktueller. Ja, hier sieht man, die Kanten sind auch schon wunderbar glatt. Es sieht nicht mehr ganz so kantig aus. Interessant wäre es auch, dieses 5 FPS Windrad zu sehen. Ob das besser geworden ist. So, man kann sich hier wunderbar anschleichen, wie es aussieht. Und dann kann man die Pokémon herausfordern. Also ist es wahrscheinlich nicht wie in den anderen Spielen, dass man sich... dass man einfach ins hohe Gras gehen kann, sondern man muss sich wirklich anschleichen. Zack, gefangen. Also nur eine Umdrehung. So, haben wir noch irgendwas Interessantes hier? Da haben wir das neue Pokémon. Wir haben Lucario, Fiaro und Terrakristallisation. So, und da hinten haben wir einen riesigen Berg, den wir natürlich auch erklimmen müssen. So, und? Okay, wir haben auf jeden Fall so eine große offene Landschaft. Also hier haben wir nur ein paar Büsche, keine Bäume, einfach nur so, ja, große leere Fläche, wie von Breath of the Wild. So, ein paar Pokémon, ein Gyarados, 3, 4 Phlegmon. Und hier hinten sehr viel offen. Es
Wir haben sehr viel Natur. Also aus der Ferne sieht man jetzt nicht so viele oder eigentlich gar keine Pokémon aufploppen. So, das kommt dann am 18.11., also bald. So, dann gibt es noch einen Leak zu den Entwicklungen. Das kann man sich hier angucken. Quaxly. Sieht man nicht ganz so viel. Das hat er dann gezeichnet, die Endentwicklung. Und zwar ein Wasserkampf-Pokémon. Gutes Design auf jeden Fall, finde ich so. Also Quaxly steht und ist dann ein Wasserkampftyp. Okay, ein Foto von dem, vom Oberkörper. Dann gezeichnet das hier. Und hier haben wir noch von Spriga Tito die Entwicklung. Allerdings gibt es hier kein richtiges Foto, nur einmal Middle Stage und Final Stage. Ja, was das genau ist, weiß ich nicht. Das Foto gibt jetzt nicht so viel her. Aber es ist vom Typing Gras und Unlicht. Pflanze Unlicht. Zum Feuerstarter habe ich jetzt keine Leaks gefunden. Und das war es erstmal mit den Leaks. Das waren so die interessantesten Leaks, die ich so gefunden habe. Und in den nächsten Tagen kommen dann wahrscheinlich weitere Leaks. Und dann werde ich da auch das ein oder andere Video hochladen. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal und ciao.